Meine Lieben, herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen YouTube-Video und heute geht es um ein Werbevideo, was wir aufgenommen haben, was mega krasse Resonanz bekommen hat und sehr viele von euch auch geschrieben haben, Markus, das Video war so geil, ich würde mir das gerne nochmal anschauen oder auch mal gerne teilen, wo finde ich es? Und genau deswegen möchte ich heute in diesem Video einmal darauf eingehen. Ich möchte aber nicht nur das Video zeigen, das werde ich im Laufe dieses YouTube-Videos auf jeden Fall dir einmal komplett zeigen, das Werbevideo. Aber ich möchte hier gerne auch mal darauf eingehen, wie ist das Ganze eigentlich entstanden und vor allem, was war das für eine Erfahrung für mich oder für uns allgemein, dass wir wirklich so ein Video aufgebaut haben. Es war auch das erste Mal für mich, dass ich in so eine krasse, große Produktion reingegangen bin. Wir haben mit Bradley Cooper, mit der Synchronstimme von Bradley Cooper zusammengearbeitet. Wir haben das Ganze im Limitless-Style, also ohne Limit-Style gemacht. Ein Film, den Bradley Cooper ja gedreht hat, gemacht hat damals. Und deswegen war mir diese Stimme dahinter auch so wichtig. Ist es das wert? Was würdest du tun? Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach direkt rein. Und zwar Bradley Cooper, die Stimme. Also wir hatten überlegt, okay, wen nehmen wir für die Idee, die wir dahinter haben. Das ganze Video ist übrigens so aufgebaut, wie wirklich ich auch diesen Weg gegangen bin. Gehe ich aber gleich nochmal näher drauf ein. Auf jeden Fall Bradley Cooper. Wir hatten auch überlegt, eventuell mit Leonardo DiCaprio mit der Synchronstimme zusammenzuarbeiten, weil dieses Wolf of Wall Street passt da natürlich. Mein Name ist Jordan Belfort. In dem Jahr, als ich 26 wurde, habe ich 49 Millionen Dollar verdient. Schöne Scheiße, 3 mehr und das wären 1 Million pro Woche gewesen. Aber ich habe mich trotzdem, oder wir insgesamt haben uns dann für Bradley Cooper entschieden, aufgrund des Styles, den wir halt machen wollten, mit diesem Limitless. Ja, die ganzen Zahlen, so diese Erkenntnis, die er auf einmal hatte und wie er dann eingetaucht ist in das Ganze. Und das haben wir da, finde ich, perfekt umgesetzt. Und es war auf jeden Fall super aufregend. Andi, der hinter der Kamera sitzt, kann es bestätigen, Selina auch, als ich saß im Zoom-Call mit ihm und auf einmal rede ich mit Bradley Cooper. Was ist eigentlich ein Trader? Das war krass. Ja, und dann haben wir im Grunde über diese ganzen Sachen geredet. Er hat das Skript vorgelesen, obwohl es sich natürlich sehr, sehr gut anhört, als wenn er es direkt frei rausreden würde. Dahingehend auf jeden Fall eine geile Erfahrung. So, und jetzt die Frage an dich. Hast du das Video schon gesehen? Wurde es bei dir schon mal ausgestrahlt? Wenn ja, musst du unbedingt den Like-Button klicken. Und wenn nicht, dann musst du das Video jetzt hier auf jeden Fall bis zum Ende anschauen. Dort ist das Video ja drin. Und dann auch nochmal den Like-Button klicken. Danke dir. Neben der Zusammenarbeit mit Bradley Cooper war es natürlich auch ein krasses Highlight, so diese ganze Produktion mitzumachen, weil es war dann natürlich ein ganz anderes Kaliber. Ich bin dort nach Hamburg gefahren, ich war dort in Österreich, dort sind viele verschiedene Szenen entstanden und das war natürlich eine Herausforderung, weil wir gesagt haben, okay, die Erfahrung, die ich gemacht habe, den Weg, den ich gegangen bin, den wollen wir gerne visuell darstellen, den wollen wir gerne als Geschichte erzählen und da hatten wir das krasseste Kamerateam so gesehen auch da mit... Der ganze Flur war hier voll mit dem ganzen Equipment von denen, als wir hier gedreht haben. Und in Hamburg natürlich hatten sie ihr eigenes Equipment, weil sie dort ihr Unternehmen ja auch haben. Und das war auf jeden Fall eine komplett andere Erfahrung. Aber genau in den Weg, genau diese Richtung werden wir in Zukunft viel häufiger gehen, weil wir wollen uns immer gerne neu herausfordern. Wir wollen immer noch mal ein Stück drauflegen und das mit Bradley und diese komplette Produktion war auf jeden Fall so das erste Next Level, was ich immer sage, ne? Und ja, ich freue mich schon auf die nächsten Projekte, die wir auch schon in Planung haben. Also wie ich gerade schon meinte, ich werde dir das komplette Video gleich noch zeigen, aber ich möchte jetzt nochmal auf einzelne kleine Szenen eingehen, die im Grunde meine Geschichte erzählen und warum sie in diesem Video unbedingt rein mussten. Also es ist auch vor allem gerade die Anfangsszene, wie die meisten über die Börse denken und vor allem auch wie ich früher gedacht habe, wie die Börse eigentlich ist, beziehungsweise wie sie vielleicht auch heute ist. So dieses typische volle Seele, übelst viel Stress. Man kennt es auch noch von früher mit den ganzen Telefonen und sowas. Und bei mir war es so. Aber ich weiß halt aus der Erfahrung heutzutage mit so vielen Hunderten oder Tausend Menschen, denen ich schon gesprochen habe, weiß ich, dass dieser Eindruck irgendwie immer überall herrscht. Dass Trading, das Börse ultra stressig ist. Deswegen muss es unbedingt in dieses Video rein und finde ich sehr cool umgesetzt. Dann natürlich die Zeit meiner Weiterbildung bzw. meines Weges vom Anfänger zum Profi-Trader. Ich habe damals sehr, sehr, sehr viel Zeit in meine Weiterbildung investiert. Ich habe solche Wälzer von Büchern gelesen, teilweise bis spät in die Nacht, obwohl ich am nächsten Tag früh aufstehen musste und zur Arbeit gehen. Aber ich habe gesagt, okay, ich möchte vorankommen, ich möchte so schnell wie möglich diesen Erfolg im Trading haben, als ich erstmal verstanden habe, was Trading wirklich ist. Aber habe immer gemerkt, irgendwas fehlt, irgendwas muss noch fehlen, dass ich im Grunde so diesen Durchbruch schaffe. Und dann bin ich auf das Volumen Trading aufmerksam geworden, was komplett alles sofort verändert hat und das im Grunde wieder auch im Video dargestellt. Aber neben dem Volumen Trading kam dann irgendwo dann dieser Prozess und dieser Moment, dass ich verstanden habe, dass es halt nicht nur auf eine Strategie ankommt, nicht nur aufs Wissen, sondern vor allem auch so auf das Mindset, auf die Denkweise, die du hast. Wie gehst du vor? Wie bildest du dich weiter? Wie gehst du mit Problemen um? Wie bewegst du dich auf deinen Erfolg zu? Und am Ende erreichst du auch deinen Erfolg. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Part, darf natürlich in dem Video am Ende auch nicht fehlen. Und dann last but not least natürlich die Lebensveränderung, die Veränderung, die ich insgesamt für mich und für meine Familie erreichen konnte damit. Also sprich, dass ich meinen Job aufgeben konnte, dass ich sehr, sehr viele meiner Ziele und
und Träume schon erfüllen konnte und ja, was das Trading allgemein insgesamt in mein Leben gebracht hat und mein Leben verändert hat. Und natürlich dann aber auch, was wir in den letzten Jahren als Unternehmen Volume Trader mit der Möglichkeit, die wir bieten, bei unseren Schülern erreicht haben. Also wie du siehst, es war nicht nur irgendein Werbevideo, was wir produziert haben, sondern mit einer großen Message dahinter. Ganz wichtig, meinen Weg zu erzählen und im Grunde auch zeigen, wie es wirklich funktioniert, dass das Ganze halt viel greifbarer für jeden auch wird, dass man sieht, okay, man braucht gar keine Angst dafür haben. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir komplett in das ganze Video rein. Ich wünsche viel Spaß dabei und ich glaube, ich habe es schon 100 Mal gesehen, weil ich es so geil finde. Viel Spaß. Was ist eigentlich ein Trader? Und wie kann man mit Trading überhaupt Geld verdienen? Wenn die Menschen an die Börse denken, dann denken sie meistens das hier. Großraumbüros, riesengroße Säle, viel Stress und Lärm. Zumindest war es mal so. Heute aber vielleicht eher das hier. Wenn ich höre, was andere Leute unter einem echten Trader verstehen, muss ich immer schmunzeln. Weil Trading ist an sich etwas ganz anderes. Und eins kann ich dir versichern, es ist viel unkomplizierter, als du denkst. Als ich vor 6 Jahren angefangen habe, hätte ich niemals gedacht, was mir das Trading ermöglichen wird. Heute habe ich die Fähigkeit, mit einem Zeitaufwand von 2 Stunden 500 bis 2000 Euro am Tag zu verdienen. Damals unvorstellbar. Anfangs habe ich viel ausprobiert und dachte, ich muss ein enormes Fachwissen aufbauen, um erfolgreich von zu Hause aus Geld zu verdienen. Falsch. Nur zu 1/4 kommt es auf dein Wissen und smartes Trading an. Aber wirklich entscheidend sind deine Einstellung und Denkweise. Eines Abends saß ich an meinem PC und stieß auf eine Möglichkeit, die mein darauffolgendes Leben komplett verändern sollte. Volumentrading. Ich fand heraus, dass es eine Möglichkeit gibt, die Aktivitäten der großen Banken und Institutionen sichtbar zu machen. Das war für mich der größte Gamechanger. Denn das heißt ja, dass ich die Entwicklung der Kurse mit hoher Treffsicherheit einschätzen kann. Und natürlich hatte ich das Rad nicht neu erfunden. Es gab bereits einige sehr erfolgreiche Trader, die das genauso täglich bei sich umsetzten. Aber natürlich eher hinter den Kulissen. Wir haben die Fähigkeit erlangt, den Insidern zu folgen. Also der Seite des Geldes, die die Kursbewegungen nachhaltig bestimmt, um somit viel entspannter und vor allem langfristig profitabel Geld zu verdienen. Während der Großteil der privaten Händler blind im Strom untergeht, haben wir gelernt, was es bedeutet, nicht mehr für die eigene Zeit, sondern ausschließlich für die Entscheidungen, die wir treffen, bezahlt zu werden. Dieser Moment war genial. Die darauffolgenden Monate habe ich das Volumentrading für mich perfektioniert. Das ist nun 5 Jahre her. Heute kann ich von überall aus arbeiten. Ich habe in den letzten Jahren erfolgreich über 1000 Menschen in diesem Bereich ausgebildet und begleitet und konnte mir dank des Volumentradings viele meiner Lebensträume erfüllen. Aber die allerwichtigste Lehre aus all den Jahren war folgende. Fast alles, was ich wirklich brauchte, um ein erfolgreicher Trader zu sein, hatte ich bereits. Ich habe es nur nicht gewusst. Ich musste lernen, den Trader zu aktivieren, der ich eigentlich schon lange war. Und das hatte nichts mit meiner bisherigen Karriere zu tun. Trader sein bedeutet für mich, in sich investieren und mit einer klaren Strategie sich diszipliniert jeden Tag neu zu fokussieren. Es ist eine ganz einfache Formel. Mindset, Wissen, eine klare Strategie und Fleiß. Heute habe ich die Ergebnisse, die Erfahrungen und das Wissen, dir zu zeigen, wie du den Trader in dir aktivierst. Für mehr Leben und mehr Zeit. Eigenbestimmt. Nach deinem Plan. Aktiviere den Trader in dir.